Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Shoutout an den guten Herr Plötz, der sich dieses Messer hier gewünscht hat. Und ich habe es da gleich mal bestellt, weil das sieht ja ziemlich interessant aus. TomTom stellt es her. Es gibt noch eine andere Firma, die hier auf Amazon verkauft. Wenn ihr hier andere Farben etc. wollt, dann gebt einfach mal Tom Anderson Knives ein. Da kommen dann noch einige verschiedene Modelle. Aber das hier ist das, was ich jetzt euch zeigen werde. Das ist das Devil Way, also von Tom Anderson. Das sind Fantasy-Messer, die einfach sich jemand ausgedacht hat und dann produziert wurden. Wie auch immer. Gesamt circa 21 cm Edelstahl. Interessant. Circa 21 cm. Konnten die das denn nicht messen? 15,90 Euro und 4,90 Euro Versand. Ist ein bisschen mystisch gewesen mit dem Versand. Also es kam auf jeden Fall pünktlich an. Keine Angst, weil hier das Rot immer da steht. Das kam, glaube ich, vier Tage, nachdem ich bestellt habe, kam es dann noch an. 28. März? Nee, 4 Tage, das ist ja jetzt... 3 Tage später kam es an. Ja, das war wirklich gut. Hier ist ein bisschen komisch Klebeband drum gewickelt. Habe ich schon geöffnet. Ich weiß auch nie warum. Und auf der Verpackung, also auf dem Paket, war sogar die Adresse von mir mit Stift drauf geschrieben. Wer weiß, wer hier die Messer verschickt. Ist ein bisschen mystisch, aber bei mir kam alles an. Also kann ich mich nicht beschweren. So, also 21 Euro insgesamt muss man hier hinlegen für das gute Stück. So, Klingenlänge 8,4 cm. Interessant. 21 cm Gesamtlänge. Dieses Messer darf man selbstverständlich nicht mitführen außerhalb des Gebäudes, außer man ist Besitzer eines Waffenscheins. Besitzen darf man es ab 18 Jahren oder ab 16. Keine Ahnung, lest euch den Paragraph 42a des Waffengesetzes durch, geliebte Brüder und Schwestern, bevor ihr irgendwas falsch macht. Aber hier steht's auch wieder. Verkaufen an Personen ab 18 Jahren. Deswegen sage ich immer, die Messer sind ab 18, weil dann andere sagen, die sind ab 16. Was will denn ein 16-Jähriger mit dem Messer? Das ist schon besser, wenn man 18 ist, denke ich jedenfalls. So. Hier noch ein bisschen was Ähnliches. Hier habe ich euch schon alle vorgestellt übrigens. So. Ist das Messer federunterstützt? Nein, ist es nicht. Keine Bewertungen an sich. Deswegen werde ich jetzt mal die erste hier vornehmen. Also mit diesem Messer muss man erstmal anders umgehen als mit anderen Messern. Das ist ein, wie es wirklich hier da steht, Fantasy Design Messer. Das ist nicht dazu da, um wirklich im Endeffekt Dinge zu schneiden. Das mit zum Camping zu nehmen und damit was zu schnitzen oder die Wurst oder so. Das ist was für die Vitrine zum Rumposen oder um es halt auf YouTube anderen Leuten vorzustellen. Also Tom Anderson Knives, Fantasy Designs, Devil Ray. Sieht schon hier auf dem Bild geisteskrank aus mit den zwei Klingen, die in zwei entgegengesetzte Richtungen gehen. Hier noch ein Bild davon. Made in China. Zwei Abbildungen. Produktnummer. Und hier sind nochmal andere Modelle, die es hier gibt. Interessant, ich habe die komplett schwarze Variante gewählt. Die sieht ziemlich nice aus, obwohl ich eigentlich eher silberne Klingen mag. Aber das ist ja auch kein gewöhnliches Messer, da kann man ruhig mal was anderes hier machen. So, die Verpackung erstmal beiseite. Und das hier ist das Messer im normalen Zustand. Sieht doch gar nicht so extrem abstrakt aus, oder? Also was auffällt, der Clip ist erstmal in Silber, relativ biegbar, ohne großen Aufwand. Naja, also hier sieht man wieder, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Hier sind 3 Schrauben mit Philips, also Kreuzschlitz. Und die ganz rechts, die hat schon ganz schön was abbekommen. Naja, wie auch immer. Dann Torx, nee, kein Torx, ist Imbus. Ganz normaler Imbus mit 6. Hört doch mal auf hier zu hämmern! Nein, was? Mit 6 Kanten. Und damit kann man dann das Messer auseinanderbauen, wenn man das sehen möchte. An der anderen Seite sind dann ebenfalls die 2 großen, eine in der Mitte und 2 kleine hier unten. So. An sich wirkt das Messer ziemlich leicht, beziehungsweise es ist leicht, fühlt sich auch so an, wenn ich jetzt im Vergleich dazu ein anderes nehme hier, das wiegt auf jeden Fall mehr, also, ja, weiß nicht. Wirkt ein bisschen zu leicht, finde ich, aber es kann daran liegen, das Aluminium ist halt, ja, ist ja nicht so schlimm, aber ein bisschen schwerer hätte es mir gefallen bei so einem großen Messer. Aber das ist nur meine Meinung. So. Die Klingen klappt man so aus.
Man kann sie aus rechts und links der Prima verwenden, weil hier so ein Daumenpin am Rücken der Klinge sozusagen befestigt wurde. Und das ist sehr praktisch, um es aufzuklappen. Wie man das befestigt, das sieht man hier, das ist ein bisschen sehr, Pi mal Daumen dran geschraubt, aber es funktioniert halt. So, das Messer ist erstmal in der ersten, Metamorphose sozusagen. Es ist schon jetzt absolut geisteskrank, oder wie das aussieht. So kann man in den Kampf gehen. Junge, ist das krank. Nee, ist natürlich nur Spaß. Ich wollte es einfach mal zeigen, wie es hier aufgeklappt wird. So. So, jetzt ist die Klinge richtig ausgeklappt. Hier ist ein Liner-Lock. Einfach nach links runterdrücken, da kann man die Klinge wieder einklappen. Und hier dasselbe. So sieht es dann richtig ausgefahren aus. Eieieiei, ist das krank. So, ich versuche es nochmal. Wie ging das jetzt hier? Ne, mit einer Hand kann man das schlecht wieder einklappen. Also bei dieser Seite. Aber man kann es auf jeden Fall mit einer Hand ausklappen. So. Im zweiten muss man sich dann nicht verletzen. So. Geht eigentlich relativ einfach. Hält auch ganz gut. Die Klingen an sich sehen so aus. Eigentlich symmetrisch, bis auf den Aufdruck und die Daumenpins, die an unterschiedlichen Stellen sind, dass es auch ganz sinnvoll gewählt wurde. So, Aufdruck. 440 Stainless Steel Made in China. Und Design bei Tom Anderson. Okay. Wir können die Klingen erkennen. Ich klappe mal nur eine aus, damit wir uns die Klinge noch etwas genauer ansehen können. Wir können selbstverständlich auch jederzeit nur eine Klinge verwenden. Alleine die Klinge sieht schon richtig geisteskrank aus. Diese Form, die ist richtig böse. Sie sehen diese Riffelung, die Säge, also diese Spitzen, die sind richtig ekelhaft. Daran habe ich mich schon mehrmals verletzt, wie man auch hier sieht. Ich habe die eine oder andere Wunde, das habe ich mir schon mal schön reingejagt ins Fleisch. Spitz ist es nicht so, das hält sich in Grenzen. So, mal gucken, wie es überhaupt schneidet. Ich habe damit noch nie irgendwas geschnitten. Das geht eigentlich, also man kann auf jeden Fall damit schneiden. Ich hätte gedacht, dass es noch viel stumpfer ist, als es jetzt eigentlich ist. Na gut. Okay, am unteren Teil der Klinge, also hier sieht das schlechter aus. Naja, probieren wir es einfach nochmal hier. So. Also der obere Teil der Klinge, dieser hier, schneidet das Papier eigentlich ziemlich gut. Den unteren hatten wir wahrscheinlich vergessen zu schärfen, keine Ahnung. Also so viel zur Demonstration der Schnittfestigkeit. Der Fähigkeit, meine ich. So, sieht es jetzt aus nochmal im Endeffekt. Was ist denn das eigentlich für ein Messer? Eigentlich ist es doch nur dazu da, um... Alter, das ist... Nee, ohne Witz, das ist wirklich was für die Vitrine, oder? Naja. Also, ich werde es auf jeden Fall mal aufheben. Das ist ganz cool, um damit irgendwelche Dinge zu öffnen. Alleine diese Klinge ist schon krank. Wenn man das Messer genau in der Mitte durchsäbeln würde, hätte man schon ein richtig krankes Messer. Aber wenn man jetzt einfach nur die zweite Klinge so auspackt hier. Das ist so krank. Kann es auch so verwenden. Oder vor allem so hier. Junge, Junge. Das ist schon ein geiles Ding. Da kann man auf jeden Fall viel Spaß haben. Rumposen. Oder das Feld mähen. Naja. Wie auch immer. Ist mal was anderes. Viel Spaß damit, wenn ihr euch eins zulegen wollt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euer Max Herzberg.